So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario 64. Ja, irgendwie, ich bin hier schon hochgesprungen und habe erst dann gemerkt, dass irgendwie Fraps nicht aufgenommen hat. Ansonsten habt ihr aber nichts verpasst irgendwie. Von daher, ich bin hier jetzt gelandet. Macht das nichts. Ist mir halt nur ein Ticken zu spät aufgefallen, dass die Anzeige nicht rot wurde. Das hat mich noch. Ich bin noch einmal gegen Felden gerannt, aber ansonsten lief es relativ problemlos. Ich bin nur beinahe ins schwarze Loch gefallen. Wo sind wir hier? Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind immer noch auf der Suche nach den 100 Münzen. Juhu, ich freue mich nicht. Aber wir gehen erstmal hier rein. Ich bin beinahe losgesprungen und dann gegen die Flamme dort. Nein, gut. Hier lang. Danke. So. Was hast du für Hinweise? Achtung, hüte dich vor den Nebelschwaden. Sie enthalten keinen Sauerstoff. Logisch. Benutze die erhöhten Plattformen, um dich auszuruhen und einen sicheren Weg zu suchen. Auf der Karte sind Unterstände als Kreise dargestellt. Den Eingang erkennst du am Pfeil. Noch mehr logisch. Gut. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Bei den blauen Kreisen stehen wir sicher. Es gibt auch noch die Tarnkappen, also das ist eigentlich kein großes Problem. Blablabla, wissen wir schon alles. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Wer baut hier eigentlich so einen Scheiße? So, und dieses nette Gelbe hier ist Nebel. Hättet ihr es nicht erwartet. Danke, ich mag euch nicht. Euch nicht, ja. Ach, hier ist auch Monty Maulwurf, ne? Ja. Aufgepasst. Sag mal, kann man die eigentlich rumbringen? Habe ich mich schon länger mal gefragt. Ich komme immer wieder. Okay, dann gehen wir hier mal rein. So, nun haben wir nicht unendlich Sauerstoff. Wir müssen nicht mehr atmen. Das ist genau wie das wie unter Wasser. Und wir können uns daher jetzt auch in Ruhe auf die Suche nach ein paar Münzen machen. Komm her! Danke. Und eben das Praktische ist auch bei der Titankampf. Wir müssen keine Angriffe mehr machen, um Gegner zu besiegen. Das geht jetzt automatisch. Einfach gegenspringen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Münzen hier voll kriegen. So, das ist hier hinten. Hier ist der Ausgang. Da möchte ich noch gar nicht hin. Du gehst kaputt. So, wie heißt eigentlich die Mission? Durchsuche das Nebellabyrinth. Ich glaube, die nächsten drei Missionen sind auch rein das Nebellabyrinth. So, hier erscheinen nachher blaue Münzen. Wir können den Schalter betätigen. Das darf ich nicht vergessen. Da ist ein Maulwurf. Hier ist ein Notausgang. Ein Notausgang. Ach, hier sind diese komischen Kugeln, die haben irgendwie festhalten. Da möchte ich wirklich schnell durch. Weil ich genau weiß, dass wir hier sonst verstecken werden. Gut, dann Münze. Die eine Münze dahin kann ich ganz hier inzwischen vergessen. Der muss auch weg. Na? Nee, die rollt da immer noch durch die Gegend. Bin richtig stolz. So, inzwischen müsste auch die Titanköpfe wieder da sein. Ja. So, du Flatterviech. Platt. So. Wenn hier jetzt 30 Münzen... Entschuldigung. 30 Münzen rausspringen bei diesem netten blauen Schalter, dann haben wir die 100 Münzen vollständig. Ich hole mir jetzt noch eine Titankappe und dann sitze ich hier in Safe State, weil ich habe keine Lust, das nochmal zu machen nachher. So, gut. 1, 2, 3. Jawolle! Geht doch. Ich wusste doch, hier sind einige Münzen. Na toll, den hätte ich wohl auch noch nehmen können, wa? So, wir haben den 100-Münzen-Stern, juhu, und gleich keine Titankappe mehr, das ist höchst schlecht. Gut, wie mache ich das jetzt? Ich weiß gar nicht, durchsuche das Nebellabyrinth, gehe aus dem Nebellabyrinth raus, ich weiß gar nicht, welche Mission das war. Aber ich glaube, es gab insgesamt 3 Missionen hier drin, ne? Ich verlasse das Nebellabyrinth jetzt einfach mal ganz normal, in der Hoffnung, dass wir hier einen Stern kriegen. Und die Hoffnung hat sich nicht erfüllt, das war's nicht. Okay. Hier wären wir auch hingekommen, wenn wir mit dem Weitsprung dort hochgegangen wären. Und ab wieder Nebel rein. Dauert aber doch recht lange, bis wir hier drinnen mal krepieren würden. Dafür, dass es Schwefel sein soll.
Glaube ich zumindest, dass es schlicht und ergründlich wieder gemacht. Aber okay, dann gehen wir hier durch den einen Ausgang, den wir da gesehen haben. Na, wo ist er denn? Hier, glaube ich. Ah, Strottel. Zack, und rein da. Noch eine Fledermaus. Kaputt. Du hast vielleicht noch eine, oder? Ja. Auch kaputt. So, und ich glaube, dann weiß ich jetzt auch wieder, wo wir sind, wenn wir hier nämlich hochfahren. Fahr schneller. Gut. Dann kommen wir nämlich hier hinten wieder. Haben wir den 100-Münzen-Stern schon. Wenn wir ihn hier erst bekommen hätten, die 100 Münzen, dann wäre ich vermutlich höchst depressiv geworden. Okay, wir müssen uns jetzt hier lang hangeln. Juche! Wenn wir hier runterfallen, dann sind wir so ziemlich tot, weil dann geht es direkt ins schwarze Loch da unten. Hoch bitte. Und dann... Ja. Ich dieses Ding hasse. Weit. Oh ja, gar nicht wieder, Maus. Jetzt nerv mich noch. Genau das brauche ich jetzt. Ach, du bist eh zu blöd, um hier hochzufliegen, ne? Oh mein Gott, der hat auch kein Hirn im Kopf. Okay, dann haben wir endlich diesen letzten Stern. Haha, zwei Sterne in einem Part wieder mal geschafft. Das war der Notausgang. Das war's dann anscheinend nicht. War das denn noch mit dem Nebellabyrinth? Okay, machen wir das nochmal. Denn wir haben ja Zeit. Nicht wahr? Nein, eigentlich nicht, aber egal. Ach, lass mich in Ruhe. Wir müssen uns jetzt ein bisschen um die 100 Münzen kümmern, weil die haben wir ja schon. Geht dann mal jetzt weg. Das war dumm. Das war dumm. Es war einfach dumm. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Flammen mal ein bisschen schneller den Weg frei machen, aber... Sollte es anders sein, die Erwartungen wurden natürlich wieder mal enttäuscht. Ach, was bin ich froh, wenn ich aus dem Level draußen bin. So, und weiter geht's. Lalalala. Kaputt. Da kommt natürlich wieder eine raus. Kaputt. Oder auch nicht. Da baust du auch schon Feuer ein, das ist Schwachsinn. Dann geht runter da. Was sind das eigentlich für Zeichen auf der Tür? Das ist ja voll ins krank. Autsch. Das war die falsche Taste, aber egal. Nee. Ich will versuchen, da durchzukommen. Ich habe nämlich gerade so ziemlich gar keine Lust hier irgendwie jetzt nochmal durch den... Ja, natürlich, so geht's natürlich erst recht nicht. Da stimme ich dir durchaus zu, Mario. Aber ich glaube, man konnte, wenn man sich hier einigermaßen geschickt anstellte, und nicht so wie ich gerade... Nicht so wie ich gerade... Das ging doch mal, oder? Eben nicht so. Ich hätte doch den konventionellen Weg. Okay, viel Zeit damit verschwindet nicht zu erreichen, das ist ja schon bald normal. Gut, dann hier möglichst mal... Warum musst du die Kameraeinstellung jetzt auch wechseln? Das war sowas von unfair. Die Kontrolle, danke. Sondern geht hier jetzt eben in den Gegner oder auch nicht. Aber wo sollten wir denn lang? Also ich weiß, dass es das hier glaube ich nicht war. Nee, war es auch nicht. Sag ich doch. Also ich weiß, dass hier irgendwo noch einen ziemlich komisch gelegenen Ausgang gab. Nämlich hier hinten. Irgendwo. Wo war denn? Genau da, wo eigentlich ein komische ein bisschen Gras runterhängt, was jetzt irgendwie nicht zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es im Emulator liegt oder einfach nur in den Einstellungen dazu. Nee, das heißt, ich weiß nicht, ob es im Emulator war. Ich glaube, eigentlich ist das deutlicher zu sehen. Trotzdem fühle ich mich hier gerade etwas verlaufen. So ein bisschen aber auch nur, ne? Nichts Großartiges. Ach komm, du kannst doch keinen Schaden kriegen. Hat er ja auch nicht, aber trotzdem. Wie ist denn das hasse? Dann gehe ich halt doch mal den anderen da.
dam dam dam. Und dann müssen wir auch schon wieder Schluss machen, Juffe. Och komm, Mario, das meintest du jetzt nicht ernsthaft, oder? Komm da raus und mach da einfach den Ansprung hoch. Furchtbar mit dir gerade. Och Mario, tu mir das jetzt bitte nicht an. Hüpf da doch einfach hoch. Oh. Du verreckst mich hier noch drin, ne? Ja, das sehe ich schon kommen. Ich hab dich schon sterben sehen. So. Autsch. Und wo landen wir jetzt? Ich weiß es selber nicht mehr so genau. Ah, es geht nach oben. Ich wollte gerade sagen, ich könnte hier abkürzen. Aber leider geht das natürlich nicht. Da hat das Spiel irgendwie wieder was gegen. Und wo landen wir? Ah ja, hier. Genau das meine ich nämlich. Okay. Zack. So, und mit dem 50. Stern... 50 Sterne schon, wow. Das war tatsächlich das, das Nebelangriff, okay. Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Toll, wir sind nicht mal mit dem Keller fertig und wir sollen schon in den dritten Stock rein. Haben wir... Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Haben wir schon alles. Ja. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis denne. Einer fehlt noch? Okay. Also, vielen Dank und ciao.